März, Juni, Dezember. Monate. Der kluge Herr Günther erklärt uns heute, wie die 12 Monate des Jahres heißen. Das ist aber langweilig. Keineswegs. Monate sind spannend. Mit welchem Monat beginnt denn das Jahr? Mit dem Januar. Im Januar liegt oft Schnee und man kann einen Schneemann bauen. Kann man auch einen Schneeregenwurm bauen? Warum nicht? Das gefällt mir. Siehst du, Schorsch, die Monate sind gar nicht langweilig. Nach dem Januar kommt der Februar. Fasching oder Karneval wird meistens im Februar gefeiert. Der Februar ist ein lustiger Monat. Der dritte Monat ist der März. Im März wachsen die ersten Blümchen. Ich mag den März. Nun kommt der April. April, April, da macht das Wetter, was es will. Nach dem April wird es Mai. Im Mai blühen die Bäume. Ich mag den Mai. Der nächste Monat ist der Juni. Im Juni werden die Erdbeeren reif. Wirklich? Dann freue ich mich jetzt schon auf den Juni. Danach kommt der Juli an die Reihe. Im Juli scheint die Sonne warm und hell. Dann setze ich im Juli meine Sonnenbrille auf die Nase. Ein Regenwurm hat keine Nase. Schorsch, ohne Nase rutscht deine Sonnenbrille. So ein Mist aber auch. Als nächster und achter Monat kommt der August. Im August gehen wir baden. Jawohl, im August machen wir eine Wasserschlacht. Nun kommt der September an die Reihe. Im September reifen die Äpfel. Dann können wir im September ja ganz viele Äpfel futtern. Köstlich. Als nächster Monat kommt der Oktober. Im Oktober werden die Blätter gelb und fallen von den Bäumen. Nach dem Oktober ist der November an der Reihe. Im November stürmt und regnet es. Im November verkrieche ich mich in meinem Häuschen. Der 12. und letzte Monat im Jahr ist der Dezember. Im Dezember feiern wir Weihnachten. Ein Regenwurm schläft im Dezember. So ein Mist aber auch. Das waren die 12 Monate. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Wieso muss ein Regenwurm im Dezember schlafen? Dann kriegt er ja gar kein Weihnachtsgeschenk. Das ist ungerecht.